Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute zeige ich euch das Rezept für weiße Bohnen Eintopf. Dazu benötigen wir ca. 500 Gramm weiße Bohnen, eine große Zwiebel klein geschnitten, eine Paprikaschote werde ich nachher klein schneiden. Ich habe 3 bis 4 getrocknete Tomaten genommen. Wer nicht mag, muss natürlich nicht nehmen. Ein Esslöffel Paprikamark. Paprikamark findet ihr im türkischen Laden. Müsst ihr nicht nehmen, wenn ihr nicht möchtet. Es gibt einmal milden und einmal scharfen. Ich habe jetzt scharfen genommen. Dann ein Esslöffel Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Blattpaprika und Olivenöl. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass ich oft Olivenöl benutze. Kann ich euch auch nur empfehlen. Das schmeckt super lecker und ist auch sehr gesund. Als erstes müssen wir die weißen Bohnen in Salzwasser eine Nacht einweichen. Am nächsten Tag werden die weißen Bohnen in kochendes Wasser gegeben und ca. 10 Minuten gekocht. So, wenn die Bohnen gekocht sind, mache ich das Herd aus, Deckel zu und lasse dann meine Bohnen so ca. 10 Minuten noch ziehen. So, jetzt gießen wir das Wasser ab. So, jetzt braten wir die Zwiebeln und Paprika an, geben dann die getrockneten Tomaten dazu. Weiße Bohnen werden bei uns sehr, sehr gerne gegessen. Das ist ein sehr beliebtes Gericht in der türkischen Küche. Das wird mit Reis gegessen. Entweder wird das über den Reis gegeben oder auch einfach alleine. Aber im Winter oder im Sommer fehlt in keiner türkischen Küche weiße Bohnen. Also bei mir werden die auch sehr gerne gegessen. So, jetzt kommt Paprikamark, Tomatenmark noch dazu. Auch schön anbraten. Dann kommen die weißen Bohnen rein. Auch schön anbraten zusammen. Dann kommen die Gewürze rein, Salz, Pfeffer, Blattpaprika. Mit Salzen würde ich immer aufpassen, sparsam umgehen, nachsalzen kann man immer. So, dann gießen wir heißes Wasser über, bis die Bohnen bedeckt sind, so richtig. Runterdrehen und die Bohnen auf niedrige Stufe köcheln lassen, bis die weich werden. So, die Bohnen sind schon gekocht, weich gekocht. Jetzt werde ich das Herd ausmachen, so 5 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit habe ich auch meinen Reis und Salat vorbereitet. So sieht das dann serviert aus. Entweder könnt ihr die Bohnen über den Reis geben oder daneben servieren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Abonniert bitte meinen Kanal, so verpasst ihr keine meiner Rezepte. Ich werde euch dann auf einem anderen Video nochmal zeigen, wie ich meinen Hirtensalat vorbereitet habe. Tschüss!